Herzlich willkommen an alle Zuschauer zum zweiten Far Cry Stream. Freue mich wieder für euch dabei zu sein. Ich bin ja nur der, der spielt. Ich habe gestern erstmal geguckt, dass ich das hier alles auf Deutsch gestellt kriege und das habe ich auch geschafft. Das heißt, ich kann jetzt hier die Untertitel endlich ausmachen. Weil jetzt hört man ja alles und auch die Sprache hier ist endlich auf Deutsch. Das heißt, ich kann jetzt sehen, was ich hier an Munition habe und was sie zufügt. Ist das nicht schön? Oh, hier habe ich auch viel mehr zum Handel. Will ich Benzin? Gib mir alles. Gib mir einfach alles. Irgendwann werde ich es schon gebrauchen können. Achso, ich habe gerade den alles verkauft. Upsi. Naja. Ich dachte, es wäre andersrum. Jetzt ist es doch nicht so. Kann passieren. Warte mal. Das von gestern ist nicht abgespeichert, dass ich hier die alle einmal gescannt habe. Da ist der leitende Offizier. Alvarez hat den Schlüssel. Man hört jetzt auch, dass sie endlich auf Deutsch reden. Ziemlich hohen Rang. Ach komm. Mit dem Fall, dass man es nicht richtig hört, mache ich die Untertitel doch an. So, weglegen. Diese Tor ist die am besten geschützte Basis auf der Insel. Die Soldaten sind mit Schutzwesten und Helmen ausgestattet. Nichts, was panzerbrechende Munition nicht regeln könnte. Stell an der Werkbank welche her, wenn du keine hast. Und dann zieh los und hol. Ich habe aber kein Schießpulver. Kann nichts herstellen. Der Fallschirm, den ich dir gegeben habe, könnte nützlich sein. Du solltest... Primärwaffe 3. Wenn will ich ja da die Panzerbrechende drauf haben. Nur leider geht das nicht. Nur nicht mitten im Vorlanden, okay? Wo will ich denn landen? Da bei dem Felsen vielleicht? Könnte ich von da nicht vielleicht gut schießen? Ah. Da wäre gut. So, mit dem Sprung X drücken, ne? Nee, Kreis. Hab mir die falsche Taste gemerkt. Hilf mir, Guapo! Guapo! Wieso hilfst du mir nicht? Wenigstens die hilft mir. Ich habe halt nicht die richtige Taste mehr gewusst. Ich kletter einfach nochmal hoch und nutze dann den Fallschirm. Warte, war da nicht was? Ne, das war nur meine Markierung, oder? Okay, klettern, klettern, klettern. Oben sein und diesmal die richtige Taste drücken. Ich hab sie gedrückt, nur ein bisschen zu spät. Drückt sie immer noch zu spät. Naja. Das hat nichts gebracht. Das liegt aber auch daran, dass der Panzer hat und mein Gewehr keine panzerbrechende Munition hat. Habe ich die Möglichkeit, noch mal ein bisschen im Spiel zurückzugehen? Autospiel scheint laden. Okay, solange ich nicht panzerbrechende Munition habe, nicht auf die schießen, die Panzerung haben. So, jetzt muss ich noch mal auskundschaften.
Da. Zack. Umbau. So, das waren alle. Und da wollte ich hin, weil man da gut snipen könnte. Denk die ganze Zeit, ich muss die Taste gedrückt halten. Warum denke ich, ich muss sie gedrückt halten? Ach, wenigstens den Punkt merkst du dir. So, und da hinten war auch noch irgendwo ein weiterer, oder? Ich hätte gern ein bisschen mehr Zoom auf dem dummen Ding. Oder zumindest ein Schalldämpfer. Hat mal die Info, sagt mir doch etwas, ob ich den auch ohne töten könnte, ne? Die sind alle gepanzert, da bringt mir das Gewehr nichts. Obwohl, er trägt keinen Helm, den könnte ich noch niederschießen. Vielleicht, wenn ich Guapo losschicke? Die Sniper bringt mir hier halt gerade gar nichts. Wenn alle höchstens mal versuchen, rennt er jetzt dahin. Ne, der ist ja nur ein aufgeschrecktes Hühnchen. Okay, mit der reingehen, weil das ist die einzige, die panzerbrechend hat. Und sich verpissen, weil die ganze Mannschaft antritt und ich definitiv nicht mit dem Gewehr gegen eine ganze Mannschaft ankomme. Einer weg. Jetzt habe ich den Krieg schon angefangen. Und wieder einer weg. Hol dir den Offizier, Guapo. Ich glaube an dich. Hat funktioniert? Guapo, hol dir den hier! Guapo, du bist ein Gott! Du hast den Offizier einfach umgebracht! Jetzt hol dir den Gepanzerten da! Los! Da ist ja noch eine unbekannte Einheit! Hol ihn dir! Glaub an dich, ich muss nachladen. Danny, pass auf! Sie haben ihre Patrouillen zurückgeordert. Was im Ernst? Du meinst, das sind noch mehr von denen? Okay, kann ich rein? Ja, ich kann rein. Dann mache ich jetzt erstmal. Ich hab das Waffenlager. Das Uran ist da drin. Das Ding kaputt. Stimmt, der Mörsertyp ist hier noch irgendwo, oder? Gib mir erstmal den Höhenvorteil. Kann ich die Kanonen nutzen? Nein. Ich habe aber ein anderes Spielzeug, das ich gegen die nutzen kann. Guapo. Wie, Guapo ist am Boden. Ich muss Guapo retten. Tschüss. Ich muss ihn retten.
Haben die mich mit irgendeinem Gift beschossen? Oh, scheiße! Blendgranate! Ich sehe nichts! Ah. Oh, das brennt ja wirklich in den Augen. Der wäre erledigt. Fein gemacht, Guapo. Weiß schon, warum du mein Lieblingshaustier bist. Hast du Munition für mich? Einen muss ich noch erledigen. Warum will ich erstmal Fotos von denen machen? Guapo, lenkt sie für mich ab. Brav, Guapo. Wo ist der Letzte? Hol ihn dir. Ich hol dich, glaube ich, doch lieber wieder zurück. Muss doch irgendwie deren Alarmanlage ausschalten. Guapo? Ich schieße sie ab, wenn sie hier hoch wollen. Den hat er. Einer ist doch durchgekommen. Ich hole dich sofort, Guapo. Du bist wichtiger als ich. Du musst am Leben bleiben. Du musst durchkommen. Hol dir den. Ich hol mir den hier oben. Tschüss. So, jetzt mal im Ernst. Wo ist deren Alarmanlage? Ich muss die doch irgendwie ausschalten können. Ich habe zumindest Guapo gerecht. Oh Gott, sagen, öffne den scheiß Fallschirm. Ich lass dich nicht sterben. Ja, das haben sie nicht mitbekommen. Okay, jetzt bloß unentdeckt bleiben. Achso, ich habe ein Wasserfass zerstört. Ich bin in ein Wasserfass gefallen. So, wie mache ich das jetzt mit dem Fleischfressen im Fischen? Weil der Wasser ist bestimmt nicht angenehm. Oder, Guapo? Naja, dir scheint es ja egal zu sein. Da fühlst du dich sogar wohler, ne? Warte mal. Ich habe eine Kommunikation zerstört. So, von dort aus rein und dann am besten alle messern. Oder zumindest das eine Dingfeuer kaputt machen. Das Problem ist, dass hier, glaube ich, wirklich Piranhas sind. Ekelhaft.
Papo, Frühstück. Kommen, glaube ich, echt nur bei mir. Ja, was soll ich machen? Einen wirklich anderen Weg habe ich nicht zur Verfügung. Weil sonst habe ich eine ganze Armee am Hals. Dann finde ich den Admiral da nicht mehr raus. Einfach schwimmen, 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 einfach schwimmen. Und hoffen, dass man nicht gebissen wird. Ach, ich liebe Open-World-Spiele. Da kann man immer schön tauchen. Ich würde mir die Unterwasserwelt gerne mal bei Tag ansehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich dann alles nur umbringen wird. Ich muss aufpassen. Wappo? Das habe ich wohl geträumt. Ich könnte es natürlich mit einem gezielten Headshot versuchen. Komm her. Scheiß Kapitän. Er hat kein Recht, mich hier oben einzusperren. Ach, der ist komplett von allen abgeschottet. Komm, dreh dich um. Schaff bloß das Krokodil weg. Und tschüss! Danke, Guapo! War auch überhaupt nicht brutal, wie ich ihn gerade umgebracht habe. Und tschüss! Da unten sucht dich keiner. Ich will noch nichts riskieren. Hab sicherheitshalber mal die beiden Waffen. Schon mal griffbereit. Und als allererstes mache ich deren Alarmanlage kaputt. Ein Alarm. Ich habe das Waffenlager. Das Uran ist da drin. Tschüss! Ganz ruhig. Das war's mit deren Alarm. Jetzt kann ich eigentlich auf alles einen Scheiß geben. Warum bist du jetzt hier oben? Dann hol dir wenigstens den da ganz oben. Das ist eine super Ablenkung. Okay, ich weiß, dass der da oben liegt, der General ist. Das war knapp. Hält das für eine gute Idee, hier runterzukommen? Ich frag nochmal. Hast du es für eine gute Idee gehalten, hier runterzukommen?
Ach, wunderschön. Okay, nur noch einer ist übrig. Ja, das hast du fein gemacht. Das hast du fein gemacht, Guapo. Hier ein Leckerchen. Okay. Der hat hier die Pesos. Irgendwo hier oben müsste der General liegen. Da. Ich hab den Schlüssel zur Waffenkammer. So, mein lieber General. Kriegst ein besonderes Begräbnis. Also das von der Klippe Begräbnis. Der da ist noch ein Problem. Komm lieber her, Guapo. Jetzt! Sind hier noch mehr? Nein, haben alle umgenietet. Ja, ob ich unbefugt hier drin bin, ist mir egal. Behalte ich jetzt eigentlich alles, was ich hier eingesammelt habe, oder darf ich jetzt alles nochmal einsammeln? Oh, da ist ein Brief für mich. Nein, danke. Bin zu faul zum Lesen. Okay, ich muss nicht alles nochmal einsammeln. Schön. Diesmal haben wir es schlauer geregelt. Ich musste nicht gegen die halbe Nachbarschaft kämpfen. Warum ist hier alles aufgebrochen? Ach ja, wegen dem Mörser, der gerade eben runterflog, ne? Der ist, glaube ich, genau hier in der Nähe irgendwo eingeschlagen. Also mal gucken, kann ich mit dem Schlüssel eigentlich auch hier das öffnen? Nein. Vielleicht ist oben ja ein Schlüssel dafür. In der einen Kammer da. Oder ich komme da erst dran, wenn das hier eingenommen ist. Ich habe heute übrigens vor, ein bisschen länger zu streamen. Also jetzt nicht nur so eine Stunde, anderthalb. Sondern so zwei, vielleicht zweieinhalb Stunden. Oh, hier gibt es bestimmt so wunderschönes Zeug. Schießpulver, ja! Und hier? 250 abgereichertes Uran. Das sollte eine Überraschung sein. Jetzt bring es zurück zu mir. Was, wenn dieser Scheiß mich umbringt? Es ist abgereichertes Uran, Danny. Heul nicht so rum. So, und was ist jetzt mit der Feste hier? Die geht doch noch nicht als eingenommen. Muss sie doch noch einnehmen, oder nicht? Oder fehlt dafür irgendwas? Hm. Ja, da unten kann ich ja momentan eh nicht rein, ne? Ja, ich kann hier eine Schnellreise machen. Das wollte ich gerade schon fragen. Na, ja, Guapo? Das haben wir super gemeistert, ne? Hier. Ein beschissenes Uran. Oje, Juan. Haha, das ist Improvisationstalent. Entsprechen die Deutschen. Die Sowjets ließen uns dieses geile Nebenprodukt der Anreicherung in den 80ern zurück. Die Yankees bauen daraus Panzerung und Munition. Verrückte Arschlöcher. Klingt gefährlich. Du wirst ein verdammter Superheld sein. Die habe ich früher immer mit Liter ins Waisenhaus geschmuggelt. Pflichtlektüre, während man im Schlamm auf einen Konvoi wartet. Ein Guerriero muss Inspiration aufsaugen wie ein Schwamm. Okay, aber was verdammt ist das? Das ist ein Supremo. Sieht wie ein Raketenwerfer aus. Sie. Das kann sie auch. Eine Sache noch. Darf ich vorstellen? Tostador. Ein Flammenwerfer. Wir sprechen endlich die gleiche Sprache. Ich mag deine Tüftelein, Juan. Ja,
ich auch. Ich mag das. Ja. Supremos sind wie eine heiße Affäre. Oder wie ein gutes Sandwich. Kann sein, dass du Hunger hast. Ja, aber vor allem geht es um mehrschichtige Sachen, Danny. Geh zur Werkbank und ich zeig es dir. Okay. Supremos sind nicht nur einfache Zerstörungswerkzeuge. Sehen wir uns diesen Supremo mal an. Das Ding sieht sehr merkwürdig aus. Die besondere Zutat, die alles möglich macht, ist Supremo-Kleber. Du brauchst ihn, um Hilfsmittel herzustellen. Wähle ein Hilfsmittel, okay. Danny. Kein Risiko. Hier gibt es keine falschen Antworten. Ah, den Baseball hätte ich gerne eigentlich einmal. Ausgezeichnet. Jetzt sprich mit Clara. Es wird Zeit, den Supremo mal Gassi zu führen. Wieder direkt wieder dran, hallo? Erst nochmal an die Sniper und die mal ein bisschen ausbessern. Mir fehlt noch was für den Schalldämpfer. Russischer Schalldämpfer wird etwas reduziert. Wenn will ich den MK2 hier haben, ne? Aber diese industriellen Platinen, die kriegt man wahrscheinlich auch sehr schwer. Naja, egal wie man es dreht und wendet, ich baue erstmal Zeug. So, beim Supremo. Alles ausgerüstet, ne? Wie zum Geier setze ich die ein? Naja, werde ich noch rausfinden. Riss oder stirb. Jetzt rede mit Clara. Es wird Zeit, den Supremo sinnvoll einzusetzen, Guerriero. L1 halten, Waffenrad und wähle ein Hilfsmittel aus. Achso, das sind einfach nur Wurfobjekte. Womit fütterst du dieses verdammte Vieh? Mit meinen Gegnern! Sei hier besser. Es gibt Waffenhändler, gut. Es wurde gerade direkt geklärt. So, jetzt habe ich hier was Neues. Oh, beim Sprinten kriege ich mehr Verteidigung. Es fehlt nur noch was für den Kopf, ne? Glaubst du? Ah, ich habe gerade gelesen. Jetzt habe ich, glaube ich... Nicht, dass wir die Blockade durchbrechen. Ja, ab jetzt habe ich den Koop-Modus. Was glaubst du? Sehe ich aus wie ein Triada-Priester? Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Aber die Geschichte ist auf unserer Seite. Amigos gibt es 5. Ich wollte gerade gucken, ob ich irgendwo einstellen kann mit Koop, dass mir nicht jeder x-beliebige nachscheuen kann. Kann ich offenbar nicht. Wenn wir durchkommen, hat Castillo 300.000... Ja, ja, Castillo, dies und das. Die leuchtet was. Ich muss nochmal zurück. Ich hab doch jetzt genügend. Leute auf der anderen Seite stehen. Immer noch besser, als hier zu warten, bis sie kommen und uns töten. Bei Mehrwaffe... ich brauche polizeiliches Befestigungsmaterial und nicht polizeiliches Glas, okay. Nach meiner Meinung gefragt, Asere. Was ist sie? Verstoßene werden das Lager nicht lange lassen. Wir müssen reden. Ja, dann lass uns reden. Das Petrolio nicht. Ich muss dir nicht erklären, dass Viviro das Blut ist, das Castillos Regime am Leben hält. Ein Gefangenenlager zerstören? Bin ich noch dabei. Zerlegt dieses Sklavenlager. Swap und ich machen das. Wir haben Erfahrungen mit Menschen töten. Es wäre mir schon ewig im Dienst. Jetzt sich den ganzen Schmarrn einmal im VR vorstellen. Ich glaube, im VR würde ich sogar besser schießen. Falls irgendwer das Walking Dead Saints and Sinners Projekt bei mir verfolgt hat. Ist auf YouTube noch zu finden. Im VR kann ich richtig gut schießen.
Mehr oder weniger. Mit dem Bogen ist ein bisschen schwer. Und mit der Sniper dort war auch schwer. Oh, der Flammenwerfer sieht so toll aus. Achtung, Baseball! Okay, die Ablenkung, die funktioniert super. Okay. Die Supremos sind in einer Experimentierphase. Sie brauchen Zeit zum Atmen, nachdem du sie benutzt hast, damit sie nicht überladen und dich töten. Das hättest du mir auch vor dem Aufsetzen sagen können. Lass den Supremo sich einfach am Blut deiner Gegner laben. Was? Ich mag den Kerl immer mehr und mehr. Das wird schon. Da will ich hin. Ja, Supremus verleihen dir einzigartige Fähigkeiten. Mit LR1 und plus LR. Also wenn ich beide zusammendrücke, kann ich den auslösen. Wenn ich ihn Soldaten töte, dann lädt er sich schneller auf. Okay. Warte mal, einmal runtersteigen und beide zusammendrücken. Ich habe jetzt nur ein Wurfmesser eingesammelt. Wo habe ich das zweite hingeworfen? Ach, egal. Ist ja nur ein Messer. Gibt's eigentlich auch Fähigkeiten wie bei dem alten Far Cry? Bei den vorherigen Far Crys konntest du dir ja immer irgendwelche Fähigkeiten draufpacken. Ah, es gibt 14 Ränge. Okay. Ach, wahrscheinlich gibt's hier keine Fähigkeiten, die man sich freischaltet, aber dafür unterschiedliche Objekte, die man sich freischaltet. Kaninchen! Hallo, warum habe ich die dabei? Warum habe ich jetzt nicht hier meine Sniper dabei? Nochmal zurück. Ich will meine Sniper gefälligst mitnehmen. Die habe ich jetzt extra mit einem... Obwohl, die habe ich noch nicht ausgebessert. Aber sie ist immer noch besser als die SCM. Oder wie sie hieß. MS-16. Mit der Sniper kann ich ja wenigstens aus Entfernung töten. Hilft mir vor allem bei Tieren. Ja, und außerdem ist alles besser als Kim und Korn. So, hab sie jetzt ausgerüstet. Hoffentlich. Ja, jetzt habe ich sie dabei. Okay. Es hat ein sehr breites Feuer. Das wollte ich eben kurz wissen. Weil manche schießen ja eher so in die Länge und manche schießen mehr in die Breite von den Flammenwerfern. Ich laufe hier relativ richtig, ne? Ich glaube, es wäre besser, einfach der Straße zu folgen. Du mitkommen. Ja. Los jetzt. Genau. Das ist alles okay. Und darunter. Los. Let's go. Von hier aus nach rechts, oder? Ne, noch ein bisschen weiter geradeaus. Nein, das wollte ich nicht ändern. Ich will nur wenigstens hier auch dem Molotow sein. Na los. Ja. Danke für den Raid, Dave. Oh, hier ist eine Mission. Hallo. Wie kannst du es wagen? Warte. Ich habe ein neues Spielzeug und das will ich austesten. Na, wie gefällt dir mein Spielzeug? Oh, warte, ich zünd die gleich an. So.
Du mitkommen? Ich muss das Feuer löschen. Gracias. Niemand legt sich mit uns an. Sei frei. Neue Probleme. 8 neue Libertad-Kisten aufgedeckt. Was sind denn Libertad-Kisten? Ich will wissen, was das ist. Hey, du, Fädchen, komm her. Lass dich nicht von den Krabben ärgern. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Ich dachte kurz, das wäre ein Gegner. Nein, ich habe einen Hund übergerannt. Upsi. Upsen. Tut mir leid. Ich habe ein Pferd umgebracht. Ja genau, Guapo, schlag sie in die Flucht. Hohen Fien. Du armes, unschuldiges Tier. Ich weiß zwar nicht, wer daran schuld ist, dass du gestorben bist, aber... Mögest du in Frieden ruhen. Ich will an die doofe Kiste. Weg damit. Her damit. Was habe ich jetzt bekommen? Den Helm! Jawohl, was bringt mir der? Verteidigung gegen Weichziel, Sprengen und Panzerbrechen. Munition wird leicht erhöht. Okay. Wo ist jetzt diese Libertad-Kiste oder wie die hieß? Oder war das die Kiste? Nee, das ist das falsche recycelte Zeug. Mann, Guapo! Versperr mir doch nicht immer den Weg! Schon wieder Glas. Oh, oh. Ich kenne den Text zwar nicht, aber ich sing einfach mit. Ich finde den Text. So. Wo wollte ich hin? Da. Da ist noch so eine Kiste. Ich war im Fahrzeug. Hat einer von euch vielleicht eins für mich? So ganz billig? Mein Pferd ist auf mysteriöse Weise umgekommen. Ich weiß nicht, wie es gestorben ist. Ja, das nicht. Das hat keine Reifen. Doch den Hündchen kann man nicht wahrscheinlich nicht reiten, ne? Obwohl, kann man es vielleicht... Ich sehe einen Fahrbahn Untersatz auf der Karte. Oh, und noch was anderes. Hallo. Hallo, mein Bester. Darf ich dir was Wunderschönes zeigen? Hol ihn dir, Guapo. Ich hol mir den anderen. Brenn! Brenn, mein Bester, brenn! Oh Gott, Guapo brennt auch. Lauf weg, Dios. Dios. Ihr seid frei, Leute. War ich nicht. So, jetzt will ich mal den Molotow austesten. Den habe ich super getestet. So aber nicht, Fräulein. Aber vielen Dank für das Auto. Das habe ich gebraucht. Guapo, kommst du noch? Da kommt mein bester Freund. Okay, wo ist die Kiste? Da vorne. Einfach geradeaus. Doch nicht geradeaus. War nicht nochmal Streit mit den Menschen. Mit den armen Einwohnern. Das habe ich schon einmal gemacht. War ich nicht. Hallo? Auto?
Wie mir die Reifen zerschossen? Ich glaube, den Rest für die Kiste muss ich laufen, oder? Scheint zumindest so. Ich will erst die Kiste haben. Die ist so verlockend. Alles gut. Muss nicht gleich hecheln. Hallo. Wie geht's? Was soll das denn sein? Geh damit. Ist auch was Schönes für mich drin. Bulldosen. Man kann hier nichts anfangen. Und hier soll auch nur irgendwo eine Kiste sein. Da oben drauf offenbar. Komm ich hoch? Da vorn. Muss da oben drauf. Komm ich höher. Oh, Ballons sagt. Wenn du Lust. Da hoch. Los. Los, du fetter Sack. Ich hab's geschafft. Wo ist die Kiste? Hallo? Hier. Hallo. Das ist meine Kiste. Bin jetzt extra hier aufgeklettert. Danke. Und zu Primo Kleber. Super. Da kann ich mir nochmal irgendein Wurf-Item draufpacken. Das Schöne ist, bei meiner Hauptmission ist auch direkt nochmal so eine Kiste. Dann mal gucken, was ich mir noch draufpack. Dafür brauche ich zwei, okay. Dann halt doch nicht. Danke, Spiel. Ach so, du regst dich nur wegen meinem Kroko auf. Alligators, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht beleidigen, Guapo. Der Turm sieht verdächtig aus. Holen wir uns mal, was da auch immer drin ist. Ich da eh mitten auf dem Weg. So. Die Musik muss nicht sein. Vor allen Dingen weiß ich nicht, ob die Copyright frei ist. Einfach durch. Gibt keine Hürden. Einfach hoch. Ja, damit. Oh, ein paar Pesos? Dafür bin ich jetzt hier hochgeklettert. Das ist nicht dein Ernstspiel. Ein bisschen mehr als ein paar Pesos. Bisschen enttäuschend. Kletter da hoch und dann krieg ich nur 13 Pesos. Komm her, Kanicke. So. Die Hot. Wo geht's lang? So ein braves Pferd. Warte mal. Mach die Plantage gleich im Nachhinein. Ich komm, Pferdchen, da wirst du ja wohl drüber springen können.
Komm, jetzt gib mir mal anständigen Loot. Die bessere Waffe. Ja, Spiel, ich mag dich auch nicht. Hallo, warum haut ihr mal direkt ab? Los. Ruhig, ganz ruhig. So. Ist da irgendwas zu mitnehmen? Nein, nicht so. So, jetzt erwartet mich meine Mission. Jetzt treffen wir Julio. Aber wie geht's? Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Hör zu, ich will ehrlich sein. Ich wollte das allein machen, aber Clara hat mir einen Befehl gegeben. Wir okay. Aufpassen. Ist mir egal. Das konnte Lita auch. Sie sollte jetzt hier sein, stattdessen habe ich dich. Und ich sollte jetzt in Miami sein. Stattdessen sind meine zwei besten Freunde tot und ich sitze hier mit dir fest. Waffenstillstand? Genug geredet. Schritt 1, wir greifen ihren Tabak an. Schritt 2, wir zerstören ihren Giftvorrat. Schritt 3, wir verpissen uns. Es hat mich gerade an ein Video erinnert, was ich letztens gesehen habe. Hier, diese Ausrüstung. Da haben so zwei Jungs mit einem Alligator-Baby gespielt und dann kam eine Alligator-Mama von hinten angeschossen. Oh, ein paar Fäustlinge. Und eine Maske. Schützt deine Augen vor Gift? Ja, das hätte ich gerne ein bisschen früher gehabt. Meine Sicht dadurch jetzt auch komplett anders. Oh, ich bin feuerfest. Gefällt mir viel mehr. Die richtige Schutzausrüstung für jede Situation hilft dir am Leben. Ja, ja. Das richtige Werkzeug für den Job. Ich komme gleich. Erstmal gucken, was es an Loot gibt. Mann, ich will da rein. Ah, das wollte ich haben. Und natürlich... Hoppa! Eine geile Kiste. Und was kriege ich? Das Munitionsarmband. Toll, ein bisschen zu spät. Ja, ich komme ja schon. Wahrscheinlich gehen wir jetzt zu der Plantage, oder? Lita war wie eine Schwester für mich. Sie hätte nicht auf diesem beschissenen Boot sein sollen. Sie ist deinetwegen gestorben, Rojas. Nein. Anton Castillo hat Lita getötet. Hat sie wirklich? Hat er wirklich? Lita war ein besserer Mensch, als ich es je sein könnte. Und wenn sie dich geliebt hat, dann sagt es eine Menge darüber aus, wer du bist. Es reicht. Ist klar, dass der angepisst ist. Gemeinsam durchziehen wollen, musst du von dem Gift wissen. Du musst den Scheiß, den sie auf diese Blätter sprühen? Der offizielle Name lautet PG-240, aber wir nennen es das Gift, weil es deinen ganzen Organismus fickt. Versuch es nicht einzuatmen oder auf die Haut zu bekommen. Habe ich schon einmal, tat nicht so schön gut. Hat richtig wehgetan. Umbringt, dann der Krebs, den es in dir wachsen lässt. Scheiße. Du bist also vom Militär? Scharfschützen? Nahkampf? Was ist dein Ding? Ich kann gut mit Knarren. Wir verstehen auch. Perfekt. Dann denk mal nach. Die Ausrüstung von mir hilft gegen Feuer und Gärt. Aber Guerilleros brauchen welche, die immer zu ihrem Stil passt. Sonst überleben sie nicht lange. Von hier aus können wir es... Weißt du, ich sprint noch nicht mal und bin genauso schnell wie du. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Ach, jetzt wäre ich sowieso hingekommen. Okay. Ein Moment. Ich habe noch was Wichtigeres zu tun. Hier hoch. Da. Jetzt kann ich sie endlich ausbessern. Schalldämpfer, ja, jetzt kriegt man mich wenigstens nicht mehr mit, wenn ich damit schieße. Auch wenn es nur eine Plastikflasche ist. Mann, jetzt geht er doch da hoch. Siehst du den Viviro-Tabak und die gelben Giftcontainer? Sie. Das kann noch nicht schmecken, das soll ich. Container, damit das Gift raus kann. Witzige Sache. Giftgas und Feuer sind eine wilde Mischung. Kaboom.
Dasselbe gilt für die Sprühkommandos. Die sind schwer zu töten, aber sie vertragen keine Hitze. Also wenn ich mit dem Flammenwerfer rangehe, dann gibt's ein schönes Feuerwerk. Supremo. Zeit, diesen Viviro-Scheiß loszuwerden. Weißt du, Lita und ich hatten ein Ritual, um uns vor dem Kampf aufzuhalten. Jetzt ging Weichziehmunition schwach. Ein Lied. Lass mal hören. El movimiento de libertad. Oh, bella ciao. Oh, haben die ihr Teil für Verstärkung? Da oben ist noch einer. Und natürlich haben die auch noch ein Geschütz da oben. Super, das wird lustig. Sorgen wir für etwas Chaos, Danny. Den Gaswerfer. Das Schönste wäre ja das, von hier aus hochzujagen. Oh, der ist schon da unten. Ich bin nicht dran schuld. Euer Marsch! Ein Moment. Das Zeug bringt doch bestimmt wie Zunder. Das brennt richtig gut, das Zeug. Er brennt einfach. Oh, ich sehe ein Spielzeug. Welches in deren Richtung drehen? Nein. Ich hoffe, ich verbrenne keine Unschuldigen dabei. Am meisten Angst macht mir immer noch das Geschütz da oben. Guapo, komm lieber her. Nicht, dass du in dem Feuer drauf gehst. Auch wenn du den Kampf da hinten gerade gewonnen hast. Genau deswegen wollte ich, dass Guapo zurückkommt. Bei den Hunden brauche ich keine Vorsicht haben, die verbrennen einfach. Wer schießt? Ah, ihr. Boah. Unglaublich, dass das funktioniert hat. Kabum! Feuermarsch! Kann ich mir die Anzüge nicht einfach mopsen? So, das Ding ist kaputt. Weißt du, da genießt du einen Moment die Musik. Kabum! Nein, nicht die Unschuldigen. Hui! Ich hab meinen Spaß. Ich hab nur noch einen davon. Mann, wo kommt die Musik her? Langsam nervt sie. Hier ist übrigens auch noch so eine wunderschöne Kiste. Oh. Ich hab Metall gefunden. Wo kommt die Musik her? Da hinten kommt auf jeden Fall ein neuer Kamerad. Ich wollte gerade sagen, Guapo, viel Spaß, aber aus der Reichweite klappt das irgendwie nicht. Kann ich so weit schießen? Ich muss noch mehr zerstören. Ja, kann ich.
Hallo, hör auf, so rumzuzappeln. Das macht dein Leben leichter, glaub mir. Okay. Feuermarsch! Das Zeug brennt ja wie Zunder, ne? Ich glaube, da muss ich ein bisschen näher ran. So, da würde ich gerne hoch. Muss ich mit dem Seil machen. Okay, nochmal klettern. Ja, ich habe keinen Sprengstoff mehr. So, diesmal habe ich es richtig gemacht. Ich hätte noch einen Plan B. Falls irgendwer damit einverstanden ist. Warten noch mal welche. So. Die habe ich umgenietet. Hey, das ist für eine gute Idee, auf jemanden zuzurennen, der mit einem Geschütz auf dich schießt. Ich halte es nie für eine gute Idee. Da ist gerade wichtiger. Runter. Du weg. Mitkommen. Bravo. Ich muss heilen. Und das mache ich natürlich mit Tabak. Perfekt. Warum denn auch nicht so, ne? Darf ich dir den Gnadenstoß geben? Wagt es nicht einfach, meinen Alligator immer zu treten. Davon. Soll ich dir die Tür öffnen? Mann, Guapo, du blockierst die Tür. Und ich finde, ich habe ihn noch nicht genug sabotiert. Es brennt noch nicht alles. Es soll alles brennen. wo kann ich das Tor hier in die Luft jagen? Es wird jetzt Kabum machen. Wunderschön. Die Musik passt einfach überhaupt nicht zu dem, was hier gerade passiert. Oh, wichtige Infos für mich. Okay. Richtige Aktivitäten wurden gesichtet. Bisschen Munition für mich. Auch meine Lebensmittel wurden aufgefüllt. Na, endlich. Ach, wie schade, dass ich keinen habe, der mit mir jetzt suchtet.
wäre dann richtig lustig. Kann ich hier rein? Ne, hier war ich ja gerade drin, ne? Ja, irgendwie, dass ich hier nichts vergesse. Ist auch gerade was geleuchtet, oder nicht? Karte! Was hat die mir jetzt gebracht? Achso, ich habe gerade diese Musik eingesammelt. Ich hoffe so sehr, dass die nicht copyright hat. Ein bisschen Benzin mitgenommen. Brauche ich wahrscheinlich für den Flammenwerfer. Oh, haben wir denn hier nochmal Benzin? Hm. Ein Leibgericht. Hier gibt so viel Zeug zu mitnehmen. Oh, was fällt euch ein, den hier einfach abzustellen? Guapo, bitte dich da hinstellen. Ich will, dass du weit genug weg bist. Komm, jetzt flieg ich endlich hoch. Schüsse willst du denn noch aushalten? Danke. Ah, von den Fahrzeugen kannst du auch Schrott einsammeln. Ich glaube, wir haben hier genug kaputt gemacht. Und ich habe auch, glaube ich, alles eingesammelt, was einsammelbar war. Zeug mit einem Flammenwerfer verbrennen. Kommt dir bekannt vor. Macht auch irre viel Spaß. Wahrscheinlich brauche ich das Benzin, um irgendwas bei dem hier zu verbessern. Ein Moment, Primärwaffe 3. Schießpulver brauche ich hier. Nummer Schießpulver. Und ein drittes Mal Schießpulver. Schade. Kann ich hier wenigstens mal was verbessern? Nur wenn ich ein bisschen mehr recyceltes Befestigungszeug hätte. Schade. Den Fahrzeugschrott kann ich doch auf jeden Fall weggeben, oder? Weiß halt nicht, ob ich es noch brauche. Oh, ich habe Befestigungsmaterial für den Hasen bekommen. Habe ich jetzt erst gesehen. Ja, dann... Dann hätte ich gerne einmal die panzerbrechende Munition endlich für das Gewehr. Danny. Ja? Scheiße, du kannst wirklich auf dich aufpassen. Ich will ja nicht sagen, ich hab's dir doch gleich gesagt, aber... Pass auf, wir sollten verschwinden. Das war ein ziemliches Feuerwerk und die werden den Rauch sehen. Wir sind ein gutes Team. Sie, wenn du gut mit Lita konntest, kannst du auch gut mit mir. Gracias, Danny. Wir treffen uns im Lager. Er ist mir noch gleich vertraut, ne? Oh, das sieht verdächtig aus. Das muss ich noch aufschlagen. Oh, kann ich gar nicht. Okay, ich kann nicht jedes Holz kaputt prügeln. Kann ich die Sachen denn überhaupt mal einnehmen? Wie das soll ich einnehmen? Wo ist jetzt meine Mission? Wo muss ich hin? Da ist meine Mission auf jeden Fall. Der wäre wahrscheinlich ein Schnellreisepunkt noch irgendwie gewesen.
glaube, ich hätte nochmal mit dem mitgebusst. Da ganz oben. Da ist eine Kiste. Okay. Herausforderung angenommen. Clara, ich hoffe, du kannst den Rauch von deinem Standort aus sehen. Heute hast du Castillo einen Schlag verpasst. Hoffentlich war Julio nicht so hart zu dir. Es ging. Aber okay. Ich glaube, Lita würde jetzt lächeln. Dani, es gibt jemanden, den du kennenlernen solltest. Er heißt Benito. Er ist ein Fischer. Das bedeutet Bote für Libertad. Er lebt auf der Ostseite von... Irgendwo hier ist meine Kiste. Es ist immer gut, neue Freunde zu finden. Du baust Brücken für mich, Dani. Da will ich nicht drauf fallen. Wir brauchen Benito. Sprich mit ihm. Mal wieder ganz oben, richtig? Ich schaff echt viel heute. Vergleich zu gestern. Hier drin? Nee, immer noch ein bisschen höher. Die Aussicht ist aber schon nice. Und man sieht jetzt, wie groß der ganze Schmarrn ist. Wird überhaupt keine Ewigkeit dauern, das hier durchzuspielen. Komm, ich will diese Kiste. Irgendwo hier ist die. Wo ist meine Kiste? Wo ist sie? Da nicht! Scheiße! das passiert, wenn man zu greedy ist. Ich wollte nur die Kiste. Okay, ich kletter mal hier von aus hoch. Kann nur funktionieren. Auf zu echeln. Kann's noch ein paar Meter. Nicht runterfliegen. Wo ist diese verdammte Kiste? Da ist immer so wunderschönes Zeug drin. Das will ich haben. Immer schön Ausschau halten. Da ist sie. Ihr Parkour-Treter habe ich das gemacht. Was bringen mir die? Eine Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht. Habe ich eigentlich das ganze Munitionsset jetzt mittlerweile? Ja. Okay. Wo soll ich jetzt überhaupt hin? Oh, da will ich eine Angel. Mit dem Fallschirm rüber. Kann ich hängen bleiben? Einfach weiter. Ich habe dieses L1 plus R1 jetzt bereit, steht da unten rechts, ne? Ich würde das gerne mal testen.
Ah! Raketenwerfer, okay. Muss ich mir merken, wenn es das nächste Mal ready ist. Kaninchen! Verdammt. Ich sehe einen Hasen und direkt mit einem Flammenwerfer drauf. Tickt noch ganz richtig, Leute, keine Sorge. Hoppa! Noch 200 Meter! Verfluchter Eindringling! Ist überhaupt nicht mehr weit. Oh, hi! Da fährt jemand wie ein Wahnsinniger. War ich hier nicht schon mal? Die Unterwasserwelt ist schön. Ich freue mich schon auf die ersten Haie. Darf ich jetzt angeln? Hoffentlich erschießen sie. Hallo. Will ich ein Stück von dem abhaben? Lass mich raten. Clara Garcia hat dich dazu überredet. Sie hat sogar uns Fischer für ihren lieben Suerte, Kompai. Ich schneide mir mal ein Stück ab, ne? Ich brauche ein bisschen für meine Haifischflossensuppe. Haifischflossensuppe. Doch. Willst du, dass ich eine klaue? Das mache ich schon, seit ich klein bin. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Ich darf bitte wohin? Das schaffe ich nicht mal einen Abend. Wenn du ein Fahrzeug brauchst, rufst du an. Ich habe einen Freund, der es direkt zu dir bringt. Gracias. Aber du hast keine Freunde, Juan. Sei einfach still und ruf an, Danny. Oh, ein Schweißbrenner. Ah, jetzt kann ich mir mein Fahrzeug rufen. Und ich kann da sogar Munition auffüllen. Ja, mit meinem Wagen. Kann ich damit jetzt Türen aufschweißen? Hola, mit dem hier kommst du an dein Ziel. Danke sehr. Juan, das ist ein schickes Auto. Wo war diese Feste? Da würde ich gerne nochmal hin. Das ist ein Wagen. Sie ist ein Kunstwerk, genau wie ich. Nur habe ich keine Ahnung, um jeden aus dem Weg zu räumen. Bei der Musik habe ich immer Angst, dass sie copyrighted ist. Du bist definitiv einmalig. Und jetzt hol dir diese faschisten Tiger. Einfach durch. Hallo. Okay, ich bin schon mal auf dem richtigen Weg. Ich fahre erst dahin, weil ich meine, da ist die... Ja, da stand auch nochmal Fort Goto oder irgendwas in der Art. Weil ich will gucken, ob ich jetzt das unten aufschweißen kann. Okay, es macht keinen Sinn, die Festung hier anzugreifen. Aber dieses Schmuggelgut will ich trotzdem mitnehmen eigentlich. Ach, da ist das Zeug da unten, okay. Dann hat sich das erledigt. Nee, nee. Müssen nicht weiterkämpfen. Den Kampf habe ich eigentlich schon längst gewonnen. Warum kann ich denn in dem Spiel hier nicht die Festung einnehmen? Doch voll lasch.
richtig lasch. Wir die Festung hier einnehmen können. Ist der Robbenbein, dass er eine Festung verliert. So, bin ich jetzt endlich aus dem Kampfgeschehen raus. Darf ich jetzt Schnellreise machen? Ja, schon längst aus dem Kampf raus. Nur was meinst du, Guapo? Ah, das ist ein Verbündetenturm. Ja, ist ja relativ nah, ne? Spätestens da sollte ja eigentlich wieder Schnellreise da sein. Bleib liegen. Wir sollten wirklich einfach mal liegen bleiben. Hä? Hallo, komm zurück. Wo ist das andere Vieh? Ein Mungo. Hab mich schon gefragt, wenn mich hier angreift. Die ziehen. Nein, nicht Handy. Medizin wollte ich eigentlich wenn nutzen. Hier ist nichts zu mitnehmen auf der Ebene. Hier oben was? Ja. Und da ist noch irgendwo eine Kiste. Sogar wo? Mehr oder weniger. Irgendwo unter mir muss eine Höhle sein. Hier ist die Höhle. Wenn schon eine Kiste in der Nähe ist, wird sie mitgenommen. Bin nur wieder dran vorbeigesprintet. Noch ein Parkour-Item. Und erstmal in die Knie stoßen. Nice. Oh, da ist Munition. Was weißt du? Du willst das Militär da treffen, wo es weh tut? Ja. Es gibt eine Flugabwehranlage auf Santuario. Jag sie in die Luft. Hey, danke. Okay. Ich würde sagen, wir holen noch die zwei Libertad-Kisten hier. Mehr schaffen wir heute, glaube ich, nicht mehr. Mitkommen. Ja. Na los. Obwohl, warte mal, warum will ich das Pferd nehmen? Ich brauche einen Kaffee. Wurde erstmal von meinem Pferd umgenietet. Das hat danach direkt die Straßenbeleuchtung umgenietet. Hier ist deine Karre. So gut wie neu. Sehr nett von dir. Danke. Ich folge der Straße erstmal zu der unteren. Auto steckt fest. Waren da welche? Ich habe keinen gesehen. Ich habe keinen gesehen. Auf dem Weg zum Treibstofflager. Benito will, dass ich es der Armee wieder abnehme.
Das ist jetzt eine FND-Basis, Dani. Ich hab das Pferd, Pferd. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir die Insel aus ihrem Würgegriff befreien. Ich tue, was ich kann. Okay, hier müsste jetzt nochmal so eine Liebertat-Kiste sein. Ja, damit. Keine Kiste, aber ich nehme es trotzdem. Supremo-Kleber, super. Jetzt müsste ich eine Aufwertung dafür mitnehmen. Von mir, mein kleiner Kroko. Mein Alligator. Ist ein Leckerchen. Wer auch immer gerade im Follow da gelassen hat, danke sehr. Ich habe nur das Geräusch gehört. Headshot. Im ersten habe ich leider nur die Schulter erwischt. Tja, das ist jetzt meins. So ein braves Pferd. Obwohl ich stark bezweifle, dass ich mit dem Pferd da hochkomme. Nee, dann mit dem Pferd komme ich doch nie im Leben da hoch. Braves Pferd. Braver Mungo. Danke für dein Fleisch. Habe ich noch was zum Verkaufen? Hopp. Darf ich erstmal klettern? Es bestimmt irgendwo einen leichteren Weg nach oben gibt. Von hier aus offenbar. Gehe nur da hoch an die Kiste. Oh, hier sind wieder Leute. Merkt man den gelben Punkten. Böse Hund. Der Hund ist nicht das Schlimme. Den erstmal. Der Hund hat keine Knarre. Das wird mir der jetzt schon wieder auf der Karte angezeigt. Es ist irgendein Symbol, das ich noch nicht kenne. Wieder nur hier hoch. Ich will doch nur da hoch. Ach, Mungus. Wo ist der zweite Mungo? Mein Gott, wo komme ich hoch? Spiel. Ich würde mich hier vielleicht hochschummeln. Erstmal gucken, was in den Turm ist. Bevor ich mich da erst ärgere. Ah, ich auch Schmierpapier. Okay. Einmal hoch. Riecht hier was? Nein. Hier liegt auch nichts. Okay, bin umsonst hochgeklettert. Einmal von da den ganzen Weg. Hey, da hinten mit dem Pferdchen, ich brauche euch mal. Ah, ihr kommt sogar in die richtige Richtung. Danke für dein Pferd. Sehr nett, dass du es mir schenkst. Hallo? Brauchst du ihn noch nicht gleich umrennen? Weil ich es, der deinen Herr und Meister erschossen hat. Das ist alles okay.
Los, schnelle! Wir sind nicht da hoch. Ich werde hier veralbert nach Strich und Faden. Doch nur nach Hochspiel. Wer an die beschissene Kiste ran, mehr will ich doch gar nicht. Scheiße, kann mir nichts machen. Hilfe? Ah, von der Seite geht's. Überhaupt nicht genervt. Also von der einen Seite die ganze Zeit am gucken, wie komme ich da hoch, wie komme ich da hoch? Und dann einmal auf der anderen Seite geht instant. Jetzt kann ich das Fleisch verkaufen. Nimm das ganze Fleisch. So viel recyceltes Befestigungsmaterial. Kann ich Sachen verbessern. Nee, nicht das. Das. Okay, fehlt mir noch Schießpulver. Natürlich. Das Einzige, was mir fehlt, ist das beschissene Schießpulver. Dynamit, Wahrnehmungsgranaten. Gesundheitsinhalation. Kann ich heilen? Am interessantesten wirkt auf mich die Gesundheitsinhalation. Kann ich mir aber noch nicht installieren. Ja, dann nehme ich mir das Dynamit. Und an dem Fahrzeug kann ich jetzt auch noch rumbasteln. Ja, mit Fahrzeugschrott. Okay. Kann ich das Fahrzeug ultimativ aufbessern? Ich hole jetzt noch die beiden Sachen, wofür ich überhaupt hier hochgeklettert bin. Dann ist Schluss für heute. Erstmal gucken, dass mich die Wölfe nicht fressen. Auch wenn ich eh nicht schmecke. Was? Ich hab nichts gesagt. Ach, ich will auch nochmal gucken, welche Sprengkraft hat das mit Dynamit überhaupt? Eine gute Sprengkraft! Kann man sich nicht beschweren. Was ist diese Urne, die mir da auf der Karte angezeigt wird? Irgendwo hier. Götzenbild. Danke, Akku. Wunderschöner Götze zum Mitnehmen, okay. Wieder eine wunderschöne Aussicht zu genießen. Da wollte ich hin. Da ist irgendwo noch meine Kiste. Die ich mir den ganzen Schmarrn überhaupt heute antue. Ich weiß nicht, wie ich das gerade überlebt habe. Ich hatte den Fall schon zwar eigentlich geöffnet, aber irgendwie hat es nicht getan. Es war gerade mehr Glück als Verstand.
Hallo. Ich hoffe, wir können hier alles friedlich klären. Wir brauchen ja keine unnötigen Verluste. Meine Kiste ist da ganz oben, oder? Nee, da ist die Kiste. Weil da oben ist doch bestimmt trotzdem irgendwas. Könnt ihr mir nicht erzählen. Ach, die habe ich schon. Eine Zipline. Dann ebenso. Ich gegen den Ast. Braves Spiel. Hopp. Und was kriege ich? Wahrscheinlich irgendwas mit Parcours. Supremo-Kleber. Nehme ich auch. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich das Metall brauche, aber irgendwann werde ich es schon brauchen. Okay. Damit habe ich jetzt eigentlich erstmal alles gesammelt, was ich sammeln wollte. Das Lager da, das greife ich beim nächsten Mal an. Weil ich will jetzt nicht 3 Stunden lange Streams immer haben, weil das ist auch ätzend zu schneiden dann. Ich weiß noch hier, dass der eine Deltarune-Part kacke zu schneiden war. Ja. Also wie gesagt, hier mache ich für heute Schluss. Ich lege den Controller jetzt auch schon mal beiseite. Ich hoffe, dass es jedem hier heute gefallen hat. Wenn ja, kann man ja ein Follow da lassen auf Twitch, auf YouTube natürlich ein Abo, vielleicht auch ein Like. Und man sieht sich dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!